Na, kennt ihr diese Melodie noch? Kennt ihr diesen Titelbildschirm noch? Ja, ich weiß, es ist schon verdammt lange her. Aber es ist tatsächlich wieder soweit. ja, ich bin froh, dass ich wenigstens im Gegensatz zu Sire the Crimson Eclipse das Erwachen hier wenigstens weiter fortführen kann, weil da hatte der Entwickler ja eine Ersatzversion für mich, wo ich genau da weiterspielen kann, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Und ja, ich weiß, das ist sogar noch um einiges länger her als ein halbes Jahr. Dieser Part, also der letzte Part von das Erwachen, den ich hochgeladen habe, weil das war ja noch vor dem Spooktober und jetzt ist ja auch noch ein bisschen Zeit vergangen, nachdem ich angefangen habe. Ja, also könnte man sagen, wie fasse ich das jetzt, was passiert ist, nochmal grob zusammen? Also Will Eichenbrück und Adario sind jeweils Magier vom weißen bzw. schwarzen Zweig. Der Weg zur Akademie war lang und beschwerig. Man hat dann 4 Jahre lang ihren Akademie-Alltag verfolgt. In der Zwischenzeit ist ein dunkler Herrscher namens Belron ausgebrochen, der sich dann sozusagen an der Energie der Lebenden gelabt hat, indem er sie, in die Lebensenergie ausgesaugt hat und ist dann mit der Zeit zum Herrscher geworden. Dann gab es einen Timeskip von 4 Jahren. Die Akademie wurde überrannt von seinem Heer, bestehend aus Orks, Goblins, Gorklins und hast du nicht gesehen. Und es wurden einige Leute, die wir auch kannten, ermordet. Es wurden viele gefangen genommen, weil er die halt braucht, um die wiederum zu opfern. Und jetzt erst kürzlich hat er quasi die, hat er so Bedenken gehabt, also ob das, was er tut, überhaupt richtig ist, was ich ja sehr interessant fand, dass sich quasi hier so der Antagonist selbst hinterfragt seine Taten. Und er scheint, beziehungsweise bin ich mir da auch nicht sicher, aber es sei ja erstmal so, als ob er die, ja, man kann sagen, dass, also, naja, gut, Freundin ist es, glaube ich, nicht eine feste Freundin, aber auf jeden Fall Love Interest von Will, dass er versucht, die irgendwie für sich zu gewinnen, so. Und und dann jetzt zuletzt hatte man noch irgendwie diese Rückblende von dem jungen Edio, also dem Erzfeind von Adario, beziehungsweise jetzt auch Will. Wo er ein kleines Kind war und da gab es ja diesen Sir Cedric und ein, sagen wir mal, prägendes Erlebnis für Edio, wodurch er dann wahrscheinlich letztlich so geworden ist, wie er geworden ist. Das war jetzt, wie gesagt, eine sehr grobe Zusammenfassung. Falls ihr nochmal alles genau im Detail wiederholen wollt, dann schaut euch mal nochmal eben die 77 Parts an, die ich hochgeladen habe. Und ansonsten, starte ich dann jetzt einfach, mache ich weiter nach der langen Zeit. Ja, vielleicht könnt ihr dann nochmal ein bisschen, kleines bisschen durchskippen oder so, um das noch ein wenig aufzufrischen. Ich denke, ich habe das jetzt so sehr grob nochmal alles ungefähr wiederholt, ne, was da so im Großen und Ganzen passiert ist. Ich denke, an vieles kann man sich auch noch so erinnern. Ist ja nicht so, dass ihr so ein Kurzzeitgedächtnis habt wie ich. Und selbst ich kann mich noch an das meiste erinnern. Von daher, ne, glaube ich, kann ich dann einfach so weitermachen. Und der Entwickler wird ja sowieso wissen, was passiert ist, weil das halt sein Spiel ist, ne? Ja. Und dann starten wir tatsächlich nach so langer Zeit endlich mal wieder. Und wie gesagt, er war so nett und hat mir dann den Speicherpunkt gegeben, wo es dann das letzte Mal aufgehört hat, ne? Mit meinem LP. So, wir haben den 21. Tag nach dem Überfall auf Goldenburg. Und auf ein frohes weiteres Let's Play ohne störende Kratzgeräusche, Rauschen und Ruckler. Prinz Jul'Jan, den kennen wir ja auch schon. Sie sind zurück. Sie sind wieder zurück. Was ist los? Was machst du denn? Aufstehen, sie ist wieder zurück.
Wer ist zurück? Ja, die Speer natürlich. Ich habe den Bruder nach Goldburg geschickt haben. Sie sind zurück. Ja, sie sind gerade zu meinem Bruder gegangen, um ihr Bild abzugeben. Dann sollten wir uns wohl schnell anziehen, den Prinzen besuchen. Stimmt. Stimmt. Der Prinz, der wurde ja beauftragt, ne? Mit seinen Männern da irgendwie zu suchen. Also wurde er nach Goldburg geschickt und so. Nachdem sie da dem König den Bericht erstattet hatten, was da vorgefallen ist, herein. Guten Morgen, meine Freunde. Guten Morgen, euer Hoheit. Guten Morgen. Julian, was machst du denn hier? Ich habe schon Bescheid gesagt, dass die Speer zurück sind. Hatte ich dir nicht gesagt, dass du unseren Gästen nicht auf die Nerven gehen sollst? Das ist schon in Ordnung, euer Hoheit. Prinz Julian geht uns keineswegs auf die Nerven. Ich bin in seinem Alter genauso gewesen. Nun gut, ganz wie ihr meint. Was haben die Speer dann berichtet? Vielleicht sollten wir uns zunächst etwas anziehen, ehe wir dieses Gespräch fortsetzen, Rano. Ach ja, das wäre eine Idee. Ja, doch, naja, warum nicht, ne? Kann man noch mal. Können wir ihnen quasi vor nackte Tatsachen stellen. Ich bin total neugierig, was die Speer berichtet haben. Ich schlage vor, jetzt ist hier etwas über. Dann können wir reden, ja doch. Können wir ja eigentlich mittlerweile rennen? Ne, leider aber noch nicht. So, hat der Schrank was? Jawohl. Alles klar. Na dann. Die Ritter Therese und Remius sind vor einer guten Stunde schon zurückgekehrt und haben mir einen kurzen Bericht abgeliefert, in dem sie eure Behauptungen bestätigen. Mit anderen Worten, haben wir nun einen triftigen Grund, um eine Audienz mit dem König zu erbitten. Wie lange würde denn das dauern? Wir können nicht wieder tagelang warten. Der Bericht war erschütternd. Und so tragisch das auch ist, so ist es uns in der aktuellen Situation von großem Nutzen. Denn unter diesen Umständen wird der König uns gewiss noch vor der Mittagsstunde eine Audienz gewähren. Na, das klingt doch super. Abgesehen von den erschütternden Tatsachen, meine ich. Ich werde alles Notwendige in die Wege leiten und euch rufen lassen, sobald die Audienz stattfindet. Habt Dank, euer Hoheit. Ja, vielen Dank. Ohne eure Hilfe wären wir nie so weit gekommen. Schon gut. Ich werde mich schon verabschieden. Komm, Julian, gehen wir. Komm mal. Endlich kommen wir voran. Während wir warten, sollten wir noch einmal Irion in der Bibliothek aufsuchen. Gute Idee. Oder wir gehen vorher noch einmal in den Garten. Ein bisschen frische Luft wird uns allen gut tun. Frische Luft? Die hatten wir in den letzten Tagen wirklich reichlich. Davon kann man nie genug bekommen, mein Bester. Ja, das kann ich bestätigen. Bin ich mir das jetzt ein oder sieht der Schlossgang noch besser aus als vorher? Aus den alten Versionen? Verdammt. Ich weiß nicht einmal mehr, wo es jetzt nochmal genau zu dieser Magiebibliothek geht. Ach, doch, hier. Ja, okay, alles gut. Wunderbar. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ist dieser Irion nochmal? War der jetzt das letzte Mal unten oder oben oder doch ganz woanders? Naja, wir werden ihn schon finden. Irgendwo hier muss er ja sein. Kann ich hier nochmal was machen? Was Besonderes? Achso, nee. Diese Bücher sind das okay. Braucht kein Mensch. So. Oh, da liegt ein Brief. Glaubst du, der ist für uns? Wäre doch möglich. Wir können ja mal gucken. So, das ist jetzt ein Stuhl, der nicht mehr perfekt im Weg steht. An Adario, Vilrano und Kateran, seid mir gegrüßt. Für die weitere Forschung habe ich mich ins fünfte Untergeschoss zurückgezogen, weil ich dort noch relevante Bücher vermute. Zwar ist der Zutritt dort eingeschränkt, aber ich konnte mit Hilfe von Kreis von den Magistern eine Sondergenehmigung für euch erwirken. Geht also einfach in den Teleportraum und gebt die dritte Bibliotheksebene als euer Ranzilo. Liebe Grüße, Irion. Hey, stark, wir bekommen eine Sondergenehmigung, um in eine geheime Bibliothek zu gelangen. Ein großes Privileg möchte ich meinen. Los, Phil, auf den Teleporter. Ich habe keine Ahnung, wie ich endlich Porter bedienen soll. Nee. Oh Mann, Will, manchmal frage ich mich wirklich, was du ohne mich noch machen würdest. Wusste ich es doch. Adario kann mit dem Teleporter umgehen. Porterano Teleporter. Es ist nicht echt hoffnungslos mit diesen Leuten. So, ich muss auf jeden Fall sagen,
Ich habe... also ein Teil von dem letzten Das Erwachen Let's Play ist ja verloren gegangen. Also das heißt, hier ungefähr weiß ich noch ungefähr sogar, was war. Ja gut, ihr natürlich nicht, weil ihr... Das ist ja der Teil vom Let's Play, den ihr nicht gesehen habt. Die Triane doch. So. Ne, aber ja, ansonsten... Ja, also ich werde euch dann schon sagen, wenn für mich auch Neuland beginnt, aber das hatte ich auf jeden Fall schon gespielt, nur das war eben der Teil, der dann auch noch verloren ging, ne, von LP. Aber das waren wirklich, wie gesagt, so eine Stunde vielleicht, maximal zwei. Aber mehr halt auch nicht, ne. Ein Teleportkristall. Deswegen geht das ja noch. Ja. Da ist er doch. Guten Morgen, Irion. Guten Morgen zusammen. Dann habt ihr meinen Brief also gefunden. Ich hatte schon etwas Angst, dass ihr ihn übersehen würdet. Quatsch. Adler Auge. Will entgeht nichts. Naja. Aber an der Rechtschreibung muss er doch üben. Das ist auch ironisch, ne? Ihr sagt Adlerauge. Aber ja. Das Adlerauge war wahrscheinlich nicht gut genug, die Rechtschreibfehler zu sehen. Will, manchmal bist du einfach so peinlich. Ja, das stimmt. Kannst du nicht mal richtig reden. Was denn? Vergiss es einfach. Irion, ich denke, wir sollten uns zunächst einmal bei dir bedanken. Denn es ist eine große Ehre, dass uns als Fremden hier zugewehrt wird. Ach, das ist schon in Ordnung. War auch gar nicht so schwer, die Erlaubnis zu bekommen, da sogar Kreis für euch gesprochen hat. Auf jeden Fall denke ich, dass wir hier unten noch so einiges Nützliches finden können. Dann schlage ich vor, dass wir uns aufteilen. Auf die Weise kommen wir am schnellsten zum Ergebnis. Übrigens, Irion, die Speer sind aus Goldenburg zurück und Prinz Jul'jaen glaubt, dass wir noch heute eine Audienz mit dem König erhalten werden. Hervorragend. Dann kommt also endlich Bewegung in die Sache. Also gut, teilen wir uns auf, damit wir noch möglichst schnell möglichst viel rausfinden können. Eine Stunde später. Nein, das hilft nicht weiter. Nein, das hilft auch nicht weiter. Nein, auch nicht. Oh, okay. Er wird wahrscheinlich jetzt mal dasselbe sagen. Das muss ich ja nicht vorlesen. Kann ich meine Stimme schonen? Nein, keine Sorge, meine Stimme geht's gut. Nur hier wird halt so viel geredet in dem Spiel. Nanu? Dieses Buch kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Vielleicht sollte ich ihn dazu befragen. Oh, hat sich schon erledigt. Cool. Wo ist der kleine Scheißer? Wo ist der kleine Scheißer? Oh. Eine Rastfunktion. Ja, genau. Wo ist er jetzt mal ernsthaft? Das ist Will. Ach, da sehe ich ihn schon. Guten Tag. Hab was für Sie. Schau mal, Irion, ich habe dieses Buch hier gefunden. Sagt ihr das irgendetwas? Lass mal sehen. Ach, das Buch. Ja, das ist das große Buch der Ahnenlinien, das sogar bis in die Zeit der Vorderen zurückreicht. Davon gab es, meinst du, es ist nur noch drei Stück im ganzen Reich. Eins hier Löwenhaupt, eins in El Alcat und eins in Goldenburg. Ja, genau. Nur leider kann sie kaum einer lesen, weil sie mit einem Kryptographiezauber geschützt sind. Irion, kennst du den Zauber, mit dem man dieses Buch identifizieren kann? Entziffern kann? Leider nein. Aber denkst du denn, dass dieses Buch für uns wichtig ist? Ich gehe trotzdem zu einem Lesepult und werfe einen Blick hinein. Irgendwas hat es mit unserer Sache hier zu tun. Ist das hier ein Lesepult? Adario? Adario, ist alles in Ordnung? Es ist dieses Buch. Was ist denn das für ein Buch? Es nennt sich das große Buch der Ahnenlinien. Leider ist es durch einen Kryptographiezauber geschützt. Klingt jetzt erstmal nicht so dermaßen interessant. Will, ich habe dieses Buch schon einmal gesehen. Dieses Buch hier? Vermutlich war es eine andere Abschrift desselben Werks. Denn es war vor ein paar Jahren in Goldenburg. Ich habe es... nur für einen flüchtigen Moment gesehen, aber ich merke mir Bücher. Für so etwas habe ich einfach ein Auge. Ist ja gut, aber ich weiß immer noch nicht, was daran jetzt so besonders sein soll. Jacinto und ich haben Dienst in der Bibliothek
geleistet. Das gehörte zu seiner Bestrafung nach seinem Angriff auf Enyo, Gilbert und dich. Oh, erinnere mich bloß nicht daran. Auf jeden Fall kam jemand in die Bibliothek und suchte etwas. Als die Person uns bemerkte, lief sie davon. Dabei fielen einige Bücher aus dem Regal. Ich kann nicht sagen, warum wir ihr nachliefen, aber sie war verhüllt und ihr Gesicht war die eines, das eines Toten. Die vermummte Gestalt. Will? Eines Abends habe ich einen seltsamen vermummten Gestalt durch unseren Korridor gehen sehen. Ich war neugierig, bin ihr gefolgt. Runter in die Keller und in die Bibliothek. Dort hat sie in einem Buch geblättert und ihren Raum kurze Zeit später wieder verlassen. Ich stand allein im Dunkeln. Ach Mensch, jetzt fällt es mir ein. Ich glaube, ich habe mich dafür irgendwie verhaspelt. Ich sagte ja irgendwie, man hat 4 Jahre Will und Adalia durch ihren Magie, also Alltag an der Magieakademie begleitet. Nee, das stimmt ja gar nicht. Das war, glaube ich, nur ein halbes Jahr und dann hatte man einen Timeskip von 4 Jahren. Genau, ja, so war das. Ich habe die Gestalt nicht genau erkannt, aber da war was mit ihrem Gesicht. Ich konnte es nie in Worte fassen, aber es war das Gesicht eines Toten. Klingt, als wären wir derselben Person gefolgt. Ja. Was geschah dann? Leider entkam uns die Person. Nur kurz darauf tauchte Magister von Roddenbram hinter uns auf und versuchte. Verscheuchte uns. Als wir später mit Magister Krappa in die Bibliothek kamen, fehlte eines der Bücher, die bei der Flucht der Gestalt zu Boden gefallen war. Magister Krappa glaubte mir nicht. Aber da war noch was. Bevor die Gestalt in die Bibliothek kam, hatte ich bemerkt, dass ein Buch aus einem der Regale genommen worden war, von dem seit sehr langer Zeit kein anderes Buch herausgenommen worden war. Es war ein Buch mit sehr alten Zaubern. Jemand hatte ein Vermerk bei einem Kryptografiezauber gemacht. Das Buch stand nicht zufällig ziemlich im Süden, gleich westlich des Mittelgangs, oder? Doch, wie kommst du darauf? Irgendwo hat die vermummte Gestalt gestanden, als ich sie beobachtet habe. Und das große Buch der Adelinien ist mit einem Zauber verschlüsselt worden, damit es niemand lesen kann. Sehr interessanter Zufall. Ein wirklich überaus interessanter Zufall. Kannst du das Buch entschlüsseln? Nein, ich habe die Zauberformel nur ganz kurz gesehen und das ist Jahre her. Daria, du bist ein Wunderkind. Wenn ein Wunderkind eine Zauberformel einmal liest, dann kann es diesen Zauber wirken. Ich? Na komm schon, Dario. Du kannst das. Konzentrier dich. Da, die Buchstaben fügen sich in logische Reihenfolge. Du hast es geschafft, Adario. Ich hab's geschafft. Ich hab's ja immer gewusst, du hast es drauf. Also gut, dann werde ich mir dieses Buch jetzt einmal zur Brust nehmen. Such du weiter nach Büchern zu Belron. Ich melde mich, sobald ich etwas rausgefunden habe. Sieht aus, als ob ich fast durch wäre. Da. Die letzten Steine geben nach. Und für den Metallreif, den ich als Werkzeug benutze, war das wohl auch das Ende. Das Ding ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Oh mein Gott, der sieht echt übel aus. Ich könnte mich für eine kurze Zeit hinlegen, um wieder zu Kräften zu kommen. Ich darf nur nicht zu lange schlafen. Ja, mach das, komm. Ja, hat es jetzt viel gebracht? Ich glaube nicht. Seit ich mich von diesen Dinger befreit habe, muss ich immer wieder so tun, als ob ich noch festhänge, wenn ein Wärter kommt. Das sind die Steine, die ich mühevoll aus der Wand geholt habe. Klopf, klopf, kann ich bitte raus? Ich bin fest verschlossen. Der Wächter, der mich mit diesem Scheiß füttert, der nicht so tue, als sei ich immer noch an der Wand gekettet, kommt nicht vor Sonnenuntergang. Das heißt, dass ich noch einige Stunden Zeit habe, ehe er hier aufkreuzt. Das ist gut, das ist sehr gut. Mein bester Freund, die Spinne. Wie es aussieht, ist es noch nicht einmal Mittag. Ohne den Metallreif, der ihn zusammenhält, ist dieser Eimer unlaubbar. Aber ich brauche ihn eh nicht, da ich ja angeblich noch an der Wand hänge. Aus dem dunklen Loch stinkt es ganz furchtbar und es ist ein Plätschern zu hören. Könnte sein, dass dieses Gebäude... Ach, was ist das hier? Dann wird es vermutlich auch eine Kanalisation geben, die man über diesen Schacht hier erreichen könnte. Und so eine Kanalisation muss das Wasser ja auch irgendwann wieder ins Freie befördern. Damit ist das hier wohl mein Weg in die Freiheit, hoffe ich. Ja, was soll ich denn auch hier? Ich habe doch keine Wahl. Also gut, dann gilt's. Jetzt weiß ich, was es mit dieser ganzen Sache auf sich hat. Nach all diesen Jahren ergibt nun endlich alles Sinn.
Warte mal, was hat es mit der Fahne Gestalt auf sich? Interessant. Ja, was für... Eigentlich interessiert mich alles. Ich hoffe, ich kann beide Fragen stellen. Erstmal, was steht in dem Buch? In ihm sind zahlreiche Ahnenlinien verzeichnet. Eine davon führt zu einer Person, die wir beide nur allzu gut kennen. Enyo. Enyo? Allerdings, und zwar lässt sich sein blutlinier gerade Weg zurückführen auf Herzog Roador von Ravenzoll. Der Meister der Sklaven und des Handels in der Zeit der Vorderen. Exakt. Aber ich dachte, er und seine ganze Familie seien ausgelöscht worden und überhaupt ist auch das ganze Volk untergegangen. Ein ganzes Volk geht niemals komplett unter durch eine Katastrophe. Es gibt immer jegliche Überlebenden, aber was den Herzog von Ravenzoll angeht, er hat seinen Tod vorgetäuscht und einen anderen Namen angenommen. Dieser Name änderte sich über die Jahrhunderte immer wieder einmal und wurde schließlich zu von Mantazzi. Das ist Enios Familienname, der Name von einem alten Grafengeschlecht, genau. Und da das Buch derart prekäre Informationen enthält, ist es klar, warum man es verschlüsselt hat. Dieses Wissen in den passenden Händen hätte den von Ravenzolls das Genick gebrochen. Genau, zumindest in den ersten Jahrzehnten. In unserer Zeit hätte es vermutlich niemand mehr interessiert. Nee, vermutlich nicht. Aber ergibt schon Sinn, dass man mit dieser Ahnenlinie nicht gerade hausieren geht. In der Tat. So, vom Gestalt. Alles deutet darauf hin, dass es sich bei dieser Gestalt um den verräterischen Magister Alaxaios von Roddenbram handelt. Von Roddenbram, wie kommst du darauf? Zu einem lässt sich anhand dieses Buches seine Routlinie bis in die Zeit der Vorderen zurückverfolgen. Und zwar zu einer Frau, welche den Herrn der Sklaven sehr nahe stand und zu dessen engsten Getreuen gehörte. Hm. Das passt zu dem, was er uns im Keller der Akademie gesagt hat. Darum hat er vorgeschlagen, wir sollten uns dem Herrn der Sklaven anschließen. Aber das macht ihn noch nicht zwangsläufig zu der vermuten Gestalt. Tatsächlich gibt es dafür auch lediglich Indizien, aber sie ergeben ein ziemlich logisches Bild. Von Roddenbram muss erfahren haben, dass Velorin zurück ist. Hinweise gab es dafür schließlich, wie wir von Kelderan wissen, aber er wird sich unsicher gewesen sein, wie der Erbe vom Herrn Sklaven ist. Als Magister der Akademie war es ihm ein leichtes zu erfahren, dass dieses Buch dort aufbewahrt wird. Er hat sich also heimlich den Kryptographiezauber notiert und später das Anbuch gesucht. Dabei haben ja Chinto und ich ihn gestört. Er floh vor uns in östliche Richtung den Korridor entlang. Und was liegt östlich der Bibliothek? Denkst du, ich weiß das noch nach all den Monaten? Teleportraum? Exakt. Ja, wusste ich doch. Er floh also östlich in den Teleportraum, legte schnell seine Verkleidung ab und hat sich dann in den westlichen Teil des Korridors teleportiert, um hinter Yachinto und mir wieder aufzutauchen. So, dann verscheuchte er uns Kraft seiner Autorität. Und während wir beide nach oben gegangen sind und Magister Kappa zu informieren hat, von Roddenbram sich das Buch gestammt und ist damit verschwunden. Das klingt in der Tat ziemlich logisch. Könnte sich durchaus genauso abgespielt haben. Und nachdem von Roddenbram den Erben seines Herrn kannte, hat er immer schön die Hand über ihn gehalten, möglichst unauffällig. Genauso sehe ich das auch. Ja, dann wissen wir jetzt alles. Goldenburger, seid ihr hier? Ach, Wallner aus Vampire Storm. ja, hier drüben. Ah, da seid ihr ja. Was gibt's denn? Geht es etwa um... Ja, es geht um die Audienz beim König. Sie wurde euch gewährt. Seine Majestät erwartet uns allesamt im Thronsaal. Am besten macht ihr euch unverzüglich auf den Weg. Korre jetzt vor den Gastgemächern wird ein Page auf euch warten und euch durch das Schloss geleiten. Hätte nicht geglaubt, dass ich das echt mal erlebe. Mein Gott, nach all der Zeit. Kippt jetzt bloß nicht aus den Latschen. Seht lieber zu, dass ihr in Wallung kommt. Seine Majestät wartet nicht gerne. Irion, wir sollen uns ebenfalls auf den Weg machen. Ja, schon unterwegs. Krass, ich hätte nie gedacht, dass ich mal den König treffe. Ich glaube auch nicht, dass es zu seinen Tagesgeschäften gehört, sich mit Assassinen zu treffen. Sag das nicht. Du würdest dich wundern, wie viele Leichen die weißen Adligen im Keller haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich darüber wirklich nachdenken will. Leute, bleib geflext bei der Sache. Ja. Und die ist, dass wir den König treffen werden. Und dann können wir endlich Yachinto retten. Genauso sieht's aus, Kumpel. Und jetzt sollten wir uns auf den Weg machen. Jawohl. Also dann, auf zum King. Überlege gerade. Boah, 95 abgeschlossen.
Ja, gut, dann haben wir sogar quasi die abgeschlossen, die wir offiziell in unserem LP gar nicht abgeschlossen haben, ne? Im Prinzip. Oh, aber warte mal, 5 ist dann auch gescheitert. Welche sind das? Kraut und Rüben. Ach, das ist das. Gutes Mittel, gute Besserung. Warte mal, die Suche. Komisch, an die kann ich mich gar nicht erinnern. Egal. Ja gut, aber ich denke mal, die meisten so sind gemacht worden. Ja. Wie gesagt, wahrscheinlich... Ah genau, die Axt im Walde. Die hätten wir ja eigentlich gar nicht gemacht, ne? Beziehungsweise, ich habe die Axt einfach nicht gefunden. Ja. Verdammt, ist das dunkel hier drin. Ich kann nicht das Geringste sehen. Vielleicht müssen sich meine Augen, mein Auge erst an die Dunkelheit gewöhnen. Ja, so langsam erkenne ich was. Vor mir liegt ein Kanal. Den Geruch nach fließt durch den Wohl... Fließt durch den Wohl das Abwasser. Scheint recht starkes Gefälle zu haben. An sich müsste ich in ihm bis nach unten in die Kanalisation rutschen können. Ich muss nur aufpassen, dass ich nirgends gegenknalle. Wenn ich mich an den Wind stoße, müsste ich eigentlich lenken können. Also gut, riskieren wir es. Oh Mann. Oh Gott, was kommt jetzt? Oh Gott, oh Gott. Ich verstehe dieses Minispiel. Ach du Kacke. Ja, was im Sinne. Au! Ich hab doch nach rechts gedrückt. Was soll denn das? Oder war ich wieder zu spät? Hä? Jetzt habe ich aber auch rechtzeitig gedrückt. Anscheinend reagiert das manchmal gar nicht so richtig. Dann hatte ich jetzt gedrückt. Dann muss das ja klappen. Okay, das klappt. Ja, 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 ab durch den Scheiße-Kanal, was zum? Au! Oh nein! Ab in die Scheiße. Wir sind nun fast da. Dort vorne ist das Portal zum Thronsaal. Bitte achtet in Gegenwart seiner Majestät stets auf die gebotenen Umgangsformen. Geht klar. Mit dieser flapsigen Art solltest du lieber nicht versuchen, meinem König zu punkten. Okay. Wenn die Herren dann soweit sind, ich denke, wir sind so gut vorbereitet, wie wir es nur sein können, für unsere Verhältnisse halt, ne? Mein Gott, wo du sie gerade vorspulst. Die geht schon lange dahin. Hier sind wir, ihr möget eintreten. Danke. Also gut, jetzt gilt's. Wir sind endlich da. Werte Gäste, euch werde eine Audienz bei seiner Majestät gewährt. So tretet nun vor. Das ist Fürst Ruther, Truthahn. Er ist der Major, der Majordonat. Majordomus? Ich sage einfach Majordonat des Hofes. Und damit ein sehr mächtiger Mann. Jetzt 3 Schritte vortreten. Majordomus, was ist das? Werte Gäste, erweist euren Respekt, verneigt euch vor der königlichen Familie. Eugenius Rasputinus III aus dem Hause Löwenstein, König der Mittel-, Nord- und Südländer, Richter der Überleben und Tod, Beschützer des Reiches, bla bla bla, so weiter und so fort. Ebenso wie König Isabella Maratta, Gräfin von Schneedingsbums, Gräfin von Hohenmark und Dunkeltannen, sowie Kronprinz Wallamir, Eugenius Rudebar, Baron von Flusswald, Baron von La Plenta, Prinzessin Siana von Hirschfurz, Baronin und von Guardia di Colina. Euer Majestät, eure königlichen Hoheiten, ich danke euch dafür, dass meinen hochverehrten Gästen und mir diese Audienz gewährt wurde. Erlaubt mir, euch meine Begleiter vorzustellen, Will Eichenbrück und Adario Salmoranes, Magieschüler aus Goldenburg, Heideran, Klosterschüler im Himmelstempel und Rano, fahrende Abenteurer. Fahrende Abenteuer? Naja, irgendwie tritt's das ja.
seid mir willkommen, werte Gäste. Was führt euch in meinem Hof? Mir wurde etwas berichtet von einem Überfall auf die Stadt Goldenburg. Was hat es damit auf sich? Meine Majestät, dies entspricht der Wahrheit. Vor genau 21 Tagen wurden die Akademie der magischen Künste sowie die Stadt Goldenburg Opfer eines Überfalls durch eine Armee von Goblins. Dies mag sich unglaubwürdig anhören, basiert jedoch auf Tatsachen. Ihr Überfall war perfekt organisiert und kam vollkommen überraschend. Magister und Schüler der Akademie kämpften verbissen gegen die Angreifer, waren aber hoffnungslos unterlegen. Viele verloren an diesem Tag ihr Leben oder gerieten in Gefangenschaft. Wie vielen die Flucht gelang, wissen wir nicht. Ein organisierter Angriff? Goblin-Angriff? Den weder die Magier noch die Garnison der Stadt abwehren konnten? Meine Späher. Ritterin Therese und Ritter Remius, die ich kürzlich nach Goldenburg entsandte, bestätigt mir die Aussagen von Herrn Salamoranis und Herrn Eichenbrück. Goblins, die gezielt und gut organisiert gehen, eine der wichtigsten Städte des Reiches vorgehen, lächerlich. Bei allem Respekt, euer Durchlaucht. Aber das ist es nicht. Die Goblins waren organisiert und sie hatten einen Anführer. Und wer sollte dieser Anführer gewesen sein? Der Magier Belron. Bitte wer? Vater. Von so einem Magier hat noch nie jemand etwas gehört. Wer soll das sein? Irgendein Hirngespinst? Baron ist keinesfalls ein Hirngespinst. Er war ein Magier oder Dämon zur Zeit der Vorderen und steht unmittelbar mit dem Untergang ihrer Zivilisation in Zusammenhang. Jetzt reicht's aber. Wie könnt ihr... Fürst Tuta, anmäßigt euch. Lasst die Gäste meines Vaters sprechen. Unser werter Schwager in Spe hat schließlich nicht ohne Grund eine Audienz für sie erbeten. Außerdem ist mir der Name Baron sehr wohl bekannt. Ich, bitte um Verzeihung, eure Hoheit, Arschkriech. Doch gestattet mir die Frage, woher dieser Name bekannt ist. Diese Frage stelle ich mir auch, mein Sohn. Valamir, hast du wieder in diesen seltsamen Büchern gelesen? Wir hatten doch vereinbart, dass dieser Schund hier nicht zu suchen hat. Dies ist nicht der Fall, Mutter. Ich habe diese Kenntnis nicht aus irgendwelchen Büchern und in der Stadt sollte auch dieser, in der Tat sollte auch euch dieser Name bekannt sein. Bitte wie mein? Vor 3 oder 4 Jahren kam dieser Forscher an den Hof. Er stellte sich als ein gewisser Dr. Dons vor. Er hat, Will kennt ihn ja. Er hat ebenfalls von einem Wesen namens Belron berichtet. Er forderte euch auf, Vater sofort eure Armee auszusenden, um dieses Wesen zu suchen und zu vernichten. Ach ja, ich erinnere mich. Was ist denn aus diesem Wissenschaftler noch gleich geworden? Er sitzt seit jedem Tag im Kerker, Majestät. Ach ja. Er tut was? Also seit fast 5 Jahren. Will. Euer Majestät, ich bitte vielmals um Verzeihung für diesen Ausbruch von Herrn Eichbrück. Dieser war absolut unangemessen. Aber die Nerven von ihm und von Herrn Salamoranis liegen verständlicherweise blank nach den schrecklichen Erlebnissen der vergangenen Wochen. Ach der. Ich stimme seiner Hoheit Prinz Damias in vollem Umfang zu, euer Majestät. Der junge Herr Eichenbrück ist mir wohl bekannt und ich kann euch versichern, dass er von absolut untadeligem Ruf ist und seinen hohen Wert bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat. Wenigstens einer hier. Der ist schon immer sympathisch. Deshalb bitte ich euch um Nachsicht für diesen Bruch der Etikette. Schon gut, mein lieber Schwager in SP, mein lieber Fürst Weißt du, da braucht sich doch keiner wundern. Auch der, es reicht ja wirklich nicht, wenn er hier solche Namen schreibt, dass man die falsch ausspricht. Beziehungsweise so wie man selbst will. Della Rosa. Euer beider Fürsprache spricht wahrlich für unsere Gäste. Und ich denke, wir alle verstehen, dass die beiden jungen Magier unter großer Anspannung stehen. Habe ich nicht recht, mein lieber Fürst Tutan? Gewiss doch, euer Hoheit. Hab Dank, euer Hoheit. Hauptmann Randor. Ja, okay, das geht noch. Hauptmann Randor. Wisst ihr, wie es um diesen Dr. Dons bestellt ist? Nun, euer Hoheit, genau, es ist mir in der Tat auch nicht bekannt. Ich weiß lediglich, dass er noch lebt. Dann solltet ihr am besten auf schnellsten Wege mehr herausfinden. Moment mal, bevor wir den guten Hauptmann in einen Schritt in die Verliese schicken, um nach irgendwelchen Gefangenen zu sehen, sollten wir uns doch wohl zunächst einmal um diese Sache mit dem angeblichen Dämon kümmern. Was hat es damit auf sich? Wenn ich jetzt etwas sagen dürfte, euer Majestät. Bitte, Herr Salamoranis. Danke, euer Majestät. Mir ist bewusst, dass es unglaubwürdig klingt, von einem Dämon aus alter Zeit zu hören. Doch Belron existiert durchaus und seine Ankunft oder Rückkehr
hat sich bereits seit einigen Jahren angekündigt, wenngleich im Verborgenen. Er überfiel kleine Dörfer und entlegene Minen, vermutlich mit dem Ziel, seine alte Kraft durch die Absorption von Lebewesen zurückzuerlangen. Absorption? Euer Majestät, wenn ihr gestattet. Bitte, Magister Grace. Danke, Euer Majestät. In den vergangenen Tagen haben unsere Gäste gemeinsam mit dem Schüler hier in der Bibliothek intensive Forschungsarbeit betrieben. Ziel dieser Forschung war es, mehr über das Wesen Erfahrung zu bringen, welches sich selbst Belron nennt. Ob es sich dabei wirklich um jenes Wesen aus der Zeit der Vorderen handelt, ist dabei nicht eindeutig zu ermitteln gewesen. Es ist ebenso unklar, ob Belron nun ein Dämon ist oder ein normaler Mensch mit großen magischen Fähigkeiten. Die Absorption von der Herr Basilmann sprach ist jedoch ein durchaus effektives Mittel, um die Eigenkräfte wieder zu erneuern. Ich halte es für eine Form des Vampirismus, eine Gattung der schwarzen Magie. Dadurch ist es in der Tat möglich, die gesamte Lebens- und Astralenergie eines lebenden Wesens zu absorbieren und auf sich selbst zu übertragen. Aber das ist ja furchtbar. Komplette Menschen können einfach so... In der Tat, Euer Majestät. Ist das etwa dieser... Ja doch, klar, das ist ja Cedric. Wenn es ein solches Wesen gibt, dann muss es unverzüglich vernichtet werden. Für Cedric von Falkenau. Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters vor 3 Jahren, der jüngste Fürst des Reiches. Bitte vergebt mir diesen Ausbruch, Euer Majestät. Doch ein solches Wesen, egal ob Mensch oder Dämon, darf in unserem Reich nicht frei herumlaufen und noch dazu eine Goblin-Armee befehligen. Warte mal, plötzlicher Tod seines Vaters. Ich kann mir gut vorstellen, so wie der Typ drauf ist, dass er den sogar umgebracht hat, einfach nur Fürst zu werden. Wäre gar nicht mal so abwegig. Es handelt sich nicht ausschließlich um Goblins, Euer Majestät. Auch Goblins waren unter ihnen, wie meine Ritter mir berichteten und auch einige Magier, gemäß den Worten der 2 Goldenburger Schüler. Das alles klingt immer noch unglaubwürdig, aber wenn selbst so ehrenhafte Männer wie ihr, Prinz Damias und ihr Magister Grace, dies bestätigen, dann muss es wohl der Wahrheit entsprechen. Dies klingt nach einer ehrlichen Krise für das Reich. Vater, ich habe eine Lösung. Was schwebt ihr vor, mein Sohn? Ich werde ein Heer aufstellen und gegen Veron kriegt. Ach ja, stimmt. Ihr habt das ja noch gar nicht gesehen in meinem LP, aber ja, deswegen konnte ich mich noch dran erinnern, weil ich das schon in dem, naja, verlorenen Stück des LPs gespielt habe, was hier aber dann verloren ging, durch den Festplattencrash auf dem alten Rechner. Junger Mann, ich muss mich ja wohl verhört haben. Du wirst auf keinen Fall in den Krieg ziehen. Mutter, ich bin der designierte Thronfolger und Erbe meines Vaters. Und wir sehen uns in eine Gefahr für das ganze Reich gegenüber. Es ist meine Pflicht, mein Volk vor dieser Gefahr zu beschützen. Es steht euch nicht zu, mir diese Entscheidung zu verwehren. Ich werde das Heer zusammenrufen und zusammen mit den besten Recken des Reiches, Recken des Reiches aussieht, um das Volk zu retten. Ritter Erik, Ritter Ralf, Ritter Ash. Sie und viele andere tapfere Helden befinden sich derzeit hier am Hofe. Sie alle werden mich begleiten, an meiner Seite kämpfen und das Böse vertreiben. Hört, hört, eine Hoch auf seine Hoheit, Prinz Valamir. Das kann ich unmöglich gutheißen, mein Gemahl, mein König, sagt etwas dazu. Unser Sohn hat recht, mein treuster Gemahlin. Wer ist? Das Volk liebt Helden. Valamir soll nach meinem Tod der neue König werden. Darum wird das Volk ihm folgen. Aber noch lieber als einem König, der seinen Titel geerbt hat, folgen sie einem Helden. Sie werden den Mann vergöttern, der sie vor der schlimmen Bedrohung seit Jahrzehnten gerettet hat. So ist es, Vater. Es wird genauso sein, wie damals, als ihr in jungen Jahren den Orknaufschan niedergeschlagen habt. Ihr habt mir diese Geschichte oft genug erzählt. Das Volk hat euch mit Jubel und Blumen empfangen. So war es, mein Sohn. Ganz genau so war es. Auch wenn es mir schwerfällt, es einzugestehen. Aber der Lösung ist die einzig sinnvolle. Dann bereiten wir uns also vor für den Krieg und den glorreichen Sieg unseres geliebten Prinzen. Genauso machen wir es. Und wenn ich zurückkehre, meine liebe Siana, dann werden wir heiraten. An sich hatte ich auf etwas friedlichere Vorzeichen für unsere Heirat gehofft, aber wenn dies euer Wunsch ist? Wundervoll, ruft den Kriegsrat zusammen. Aber, es dauert doch Wochen! Das ist für Jacinto zu spät! Adario. Wer ist Jacinto? Euer Hoheit. Jacinto und Celissa. Sie sind im Leben von Adario und mir 2 wirklich sehr wichtige Menschen. Und sie wurden von Baron entführt. Als wir aus Goldenburg aufgebrochen sind, war es unser Ziel, die beiden aus seinen Krallen zu befreien. Das ist der Grund, aus dem wir all das auf uns genommen haben. Und darum hatten wir auf eine schnelle Lösung gehofft, um die 2 zu retten.
Ich verstehe. Aber ich fürchte, wir haben keine Möglichkeit, eine Rettungsmission für eure Freunde zu starten. Wenn wir Belron besiegen wollen, dann muss es ein harter und massiver Angriff sein, mit aller Macht des Reiches. Es tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber ihr werdet die Hoffnung für eure Freunde begraben müssen. Da war das Wort Freunde ein bisschen abgeschnitten. Tja, scheiße, wa? Au. Ach, verdammt. Oh mein Gott. Das tut echt weh. Aber guck, die Corona-Maske ist zerbrochen. Wo bin ich? Es ist dunkel. Und etwas ist anders. Die Maske. Die verdammte Maske ist weg. Das muss bei diesem harten Schlag passiert sein, der mir fast einen Kiefer gebrochen hat. Oh, da hat die Maske dich nochmal davor gerettet. Das scheint die Kanalisation zu sein. Und wir sind mitten in der Scheiße. Und da, guck mal, da schwebt sogar ein Oktopus. Ein Kack-Oktopus. Oder wie nennt man die Oktopusse, die in sowas schwimmen? Ja, sieht ganz danach aus. Und wenn das ganze Abwasser hier reinläuft, dann muss es auch einen Ausgang geben. Und den werde ich finden. Ich schaffe es hier aus. Ich kehre zu dir zurück, Jakko. Ich komme aus Bark. Wie es aussieht, bin ich hier unten nicht allein. Vielleicht kann ich irgendwas finden, das ich als improvisierte Waffe nutzen kann. Da hinten scheinen ein paar Pilze zu wachsen. Wenn mich nicht alles täuscht, dann hat Magister von Wiccan mal gesagt, dass man die essen kann. Na, dann wollen wir mal. Ja, den Abschnitt hatte ich auch noch gemacht, auf jeden Fall hier. Das weiß ich noch, aber danach nicht mehr, genau. Da hatte ich dann das LP erstmal beendet an der Stelle und dann, naja, dann war es aber, dann hat es niemals das Licht der Welt erblickt. Zumindest diese zwei Parts da. Aber warte mal, wie spät haben wir jetzt? Also beziehungsweise wie lange habe ich aufgenommen? 42, ja, okay. Ich denke, das machen wir dann noch. Ich meine, das ist sowieso der erste Part von Das Erwachen seit langem. Kann man ein bisschen länger machen. Aber ja. Dann, ne? Sollte man vielleicht schauen, ja, dass man wieder etwas kürzere Videos macht. So ein Donner. Sie ist ziemlich fest und widerstandsfähig. An sich wird die gut als Knüppel eignen, aber die hier krieg ich nicht los. Schwächling. Ein Schlammpilz. Ja. Okay, der geht ein kleines bisschen langsam, aber ist in Ordnung. Der ist ja verletzt. Okay, im Wasser geht er noch mal einiges länger. Oh, was ist denn das? Ist das ein Schwert? Ah ne, könnte auch nur Skeleton sein. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich nehme an, ich kann dann okay, ja, hier runter. Oh, da liegt ein Schild, da liegt ein Schild. Oh, aber ja, kann ich nicht benutzen. Also falls das ein Schild ist. Oh, warte mal, hier kann ich doch nicht weiter. Dann muss ich ja doch da an diesem komischen Kack-Oktopus vorbei. Nicht gegen ihn kämpfen. Das da hinten an der Wand, das muss Schimmelmoos sein. Wenn mich nicht alles täuscht, dann regeneriert das Mana, auch wenn es nicht wirklich gesund ist. Okay. Schimmelmoos. Gegen 50 LP ist aber schlecht für die Gesundheit. Was soll das heißen? Pilz, Konsistenz, der sehr wieder schmeckt, heilt 80 LP. Oder ja, das kann ich alles gut gebrauchen hier. So, und Schimmelmoos. Komm, MP brauchen wir. Hat das jetzt was geändert? Sie ist ja nicht so gut für die Gesundheit. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. So, da ist ein Gegner, da gehe ich mal nicht entlang. Schon gar nicht, solange ich noch keine Waffen habe. Schimmelmoos. Schlammpilze. Schimmelmoos.
Schimmelmoos. Schimmelmoos. Schlampilz, so. Ein Dornröcke ist ziemlich fest und widerstandsfähig. An sich würde die sich gut als Knüppel eignen. Sie lässt sich aus der Wand brechen. Dornknüppel. Ja, geil. Ausrüsten. Dornknüppel. Ein Knüppel ist eine Dornröcke. Einfach, aber effektiv. Geschick minus 10 aber. Aber Angriff plus 9. Na gut. Naja. Ich hoffe, ich hau da nicht zu oft daneben damit. Zumindest haben wir jetzt, wie gesagt, etwas. Und können uns dann damit an ihn vorbeiwagen. An, ja, was auch immer das da sein soll. Warum greifst du zuerst an? So, was haben wir denn nochmal schönes? Gedankenschlag, ein dunkle Magie. Die den Geist des Opfers verwirrt und dazu führt, dass Freunde von nicht mehr. Nee. Stark eingeschränkt und Verletzungen auftreten. Krüppelfluch war eigentlich ganz gut. Stromschlag war auf jeden Fall gut, ja, stimmt. Ich glaube, das hier war immer am besten. Jawoll! Mich besiegst du nie, niemals. Spezielle Herausforderungen. Ach nee, das ist ja lame. Also wenn man, vor allem, wenn man alleine ist. Perfekt. 80 XP. Bleh. Ist ja widerlich. Wie der zersetzt wurde. Vielleicht eine bessere finden? Hier, die hier? Ne. Ja, ich will jetzt nicht gegen jeden Gegner kämpfen, zumal ich mir das wahrscheinlich auch nicht erlauben kann. Nur gegen die ich hier kämpfen muss. Wo es nicht anders geht. Wie gegen den da zum Beispiel. Okay, dann nehme ich nochmal hier Schimmelmoos. Ach doch, guck, die HP gehen ein bisschen, die LP gehen ein bisschen zurück. Um 5 Cent oder so. 5 Lebenspunkte. Und nehmen wir noch. So, genau. Ein Kanalschleim. Oh, das ist effektiv. Und gibt fast genauso viel XP wie diese anderen da. Ja, das schaffen wir schon. 2 Schlammpilze. Wir kommen schon noch hier raus. Jawohl. Schön umgange den Gegner. So muss das. 3 Schlammpilze. Mir ist die Brücke kaputt und drüber springen kann, schaffe ich mit derzeitigen Zustand nicht. Also muss ich vor ins Wasser. Es hilft hier alles nichts. Schimmelmoos. Oh, schon wieder. Ja, keine Ahnung. Es gibt 2 Wege. Ich weiß halt nicht, wo ich lang muss, ne? Das ist das Problem. Dornranke. Ja, ich weiß nicht. Da da jetzt ein Gegner ist, vermute ich, da geht's richtig weiter. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Ah, egal. Einfach irgendwo hin.
Schimmelmoos. Na. Ach so, hier bin ich dann. Okay, dann wäre es da doch richtig gewesen. Naja, solange ich die hier vermeiden kann, alles gut. Zumindest haben wir da noch ein bisschen Schimmelmoos und so. Zieht sich aber doch schon irgendwie natürlich ein bisschen, ne? Weil man hier so lahmarschig unterwegs ist. So, bevor wir gegen den Kack-Oktopus kämpfen, mal gucken, wie es aussieht. Ja, komm. Einmal. Ach so, nee, stimmt, das ist ja nur ein Schleim. Sieht aber irgendwie wie ein Oktopus aus, so ein bisschen. Aber ist ja einfach. Ja, aber stimmt, oder stimmt. Ohne die Wasser kann ich ja jetzt wieder die Magie einsetzen. Das war irgendwie so, Magie, Blockierer. So, quasi so, ja. Magieblockierer. So, das könnte eine Mimik sein, so wie das aussieht. Keine Ahnung, ich spüre das irgendwie im Urin. Eine alte Truhe, interessant. Wer könnte denn hier was gelagert haben? Ich wusste es. Das sah mir schon wieder nach Mimik aus. Ach du Kacke. Das wusste ich einfach. Aber ich schaffe mir schon. Da bin ich zuversichtlich. Ja, siehst du? Null Schaden macht sie. Ja, stimmt. Und das Knistern hat ja die Angriffskraft gesenkt. Mittlerer Heiltrank und ein Rapier. Wir haben ein Rapier. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Aber warum macht die Dornranke mehr Schaden als ein richtiges Schwert? Mehr Verteidigung, okay. Und Geschick plus 10. Ja, komm, machen wir mal. Ah ne, Moment. Geht's hier weiter? Ich wüsste nicht, wo sonst weitergeht. Nee. Ist ja hier in so einem Durchgang oder so? Nee. Hä, muss ich jetzt wieder zurück oder was? War dann doch irgendwo ein anderer Gang? Also irgendwo muss es ja noch weitergehen. Ich kann mich auch jetzt gar nicht mehr so daran erinnern, ob ich den Gang hier mit dem Mimik genommen habe, weil die Mimik konnte ich tatsächlich nicht erinnern. Aber sah halt für mich schon direkt wie eine Mimik aus, irgendwie. Aber es hat sich ja bei der Mimik sogar gelohnt, ne? Weil wir da was bekommen haben. Ach, da geht's doch weiter. Ach so, das ist eine Decke. Ich dachte, das wäre eine Wand. Na, ich versuche diese Dinger hier zu meiden. Ja, klappt hier ganz gut. Ja, gut, da hinten ist auch noch ein bisschen Schimmelmoos und so, aber so genau muss es jetzt nicht sein. Ich will hier einfach nur schnell raus. So, dass ich das halt auch ein bisschen in die Länge zieht. Sonst. Ich will nur noch hier raus. Oh, naja, gut. Oh nein. Warum müssen das jetzt drei sein? Oh, Schleim.
Oh, verdammt. Ah. Ah, null, sehr gut. Ach, die greife ich sogar zweimal an. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber ich glaube, einmal mache ich dann Knistern bei denen, damit der Angriff sinkt. Und dann mache ich halt normalen Angriff. Also erstmal einmal mit ihm. So. Na gut, vorbei. Wasser macht hier immer Schaden. Ach, Mann. Ah, nee, immer innerhalb der Kämpfe bringt das nichts. Nee, es ist sofort wieder weg. Dann mache ich. Ach, warte mal. Ein Scheinangriff mit der Fähigkeit, welche geschwächt ausfallen. Ein voll Schnellangriff mit der Fähigkeit direkt ein. Bring ich was. Ja, komm, mach mal. Oh, das ist ja richtig geil. Ah. Und das kann ich jetzt nochmal verwenden. En garde. Geil. So, sehr schön, haben wir den auch besiegt. Und jetzt nochmal ein bisschen Schlammpilz genaschen. Und ein bisschen Schimmelmoos. Gut. Hä? Warum ist denn da einer tot? Da war ich doch noch gar nicht. Auch interessant. Hat den etwa irgendetwas oder jemand anders getötet? Ja, komm. Das Schimmelmus können wir auch noch mitnehmen. Okay, ich glaube, ab hier ist es jetzt tatsächlich blind. Weil, ich meine, ich habe dann auch irgendwo in der Kanalisation beendet, aber ich weiß nicht mehr wo. Genau. Könnte schon sein, dass das dann irgendwo hier war. Genau, genau. Weil da ist der Ausgang. Und den hatte ich definitiv noch nicht. Da war ich noch nicht in der Nähe. Da vorne ist der Ausgang. Ich hab's wirklich geschafft. Oh nein. Aber, hat man euch im Süden denn kein Benehmen beigebracht? Wer führt denn einfach so gehen oder sich vorher zu verabschieden? Nein. Hast du wirklich gedacht, es würde keinem auffallen, wenn du dich aus der Zelle schleißt, Yashinto? Natürlich fällt sowas auf. Und der Wächter, der zugelassen hat, dass du kleine Ratte dich durch die Mauer gräbst, ist bereits angemessen zur Rechenschaft gezogen worden. Ich verstehe. Also, ja, der wird dann wohl nicht mehr unter uns weilen. Aber um solche Leute ist es eh egal. Die bei sowas mitmachen. Es ist dieser Tag einfach so schwer, gutes Personal zu finden. Geh mir aus dem Weg, du Bastard. Vorsicht, Freundchen. Bloß nicht frech werden. Du sprichst mit deinem Herrn und Meister. Mein Herr und Meister, du? Da pisse ich drauf. Und jetzt geh mir aus dem Weg, bevor ich dich erschlage wie eine Kanalratte. Dein Feuer ist also noch nicht erloschen. Freut mich, das zu sehen. Und jetzt erlebst du dein blaues Wunder. Na toll. Direkt die Verteidigung im Arsch. Komm hier. Immer knistern. Oh, cool. Ja, toll. Okay, pass auf. Dann mach ich jetzt mal folgendes. Ausfall. Ich sagte en garde. Ach. Ich. Mann. Dann hier, komm, der Fluch. Nimm das. Ha. Damit hast du wohl nicht gerechnet, was? Oh, scheiße. 500. Ich glaube, das ist ein Kampf, den kann man nicht gewinnen. Deswegen pfeife ich jetzt mal auf den Trank. Aber hier, nimm doch den Ausfall. Ha!
Wow, der hat gesessen. Du glaubst also, du könntest es wirklich mit mir aufnehmen, Jacinto? Dann werde du Zeuge meiner wahren Macht. Was zum? Toll, einfach mute der Schattendoppelgänger. Es war offensichtlich, dass du keine Chance gegen mich hattest, Jacinto. Und wenn du glaubst, du hättest bereits die Qualen der Niederhöhlen erlebt, dann irrst du. Der eigentliche Spaß fällt gerade erst an. Ja. Und ich schlage vor, dann geht es auch erst das nächste Mal weiter, ne? War jetzt fast, ja, doch ziemlich genau eine Stunde und ich denke, das reicht dann. Sind doch ein guter Cliffhanger und ja, dann demnächst dann wieder ganz normale Folgenlänge quasi, ne? Okay. Ja, ich denke, man ist jetzt wieder einigermaßen reingekommen, ne? Und ja, für mich geht's dann ab nächstes Mal auch richtig neu weiter. Wobei jetzt die Szene mit Enyo war auch für mich schon neu, ne? Aber dann, das nächste Mal geht's dann wirklich komplett für uns alle, dann sozusagen komplett richtig weiter, ne? Ist dann für uns alle komplettes Neuland, ja. Aber bis es soweit ist, würde ich dann auch hier wie immer sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Bärenbruder.